Ja, hallo Zuschauer jetzt von diesem Vlog und Zuschauerin natürlich. Und im Besonderen begrüße ich jetzt natürlich auch nochmal Bastian, auf dessen Video ich jetzt antworte. Zum einen, weil ich finde, dass gerade in deinem Video jetzt, auf das ich antworte, ein sehr wichtiger Punkt angesprochen wurde. Nämlich der Dissens zwischen Erkenntnis und Umsetzung. Was immer ein großes Problem ist und ja, woran auch ich oft verzweifle, weil ich denke mir, es ist so viel Vernünftiges geschrieben und gesagt worden. Und es gab schon so viele Organisationen und Gruppen, die wirklich haben, woran es liegt, dass diese Welt halt nicht funktioniert und ja, deren Erkenntnisse aber eigentlich die Welt jedenfalls nicht wesentlich verändert haben. Ich meine, Karl Marx hat das schon ausgedrückt, indem er sagte, die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und ja, warum geschieht das nicht? Ja. Und du hast da schon sehr viele wichtige und richtige Dinge gesagt und allerdings auch, ich meine, das erwarte ich jetzt auch nicht, auch keine wirkliche Lösungsstrategie angeboten. Ne? Es gibt dann halt oft innerhalb der Gruppen, ob das jetzt die 68er sind oder ich nehme jetzt auch mal Destiny an als Beispiel, wo innerhalb der Gruppe sehr viel Richtiges immer wieder gesagt wird und ich auch da oft denke, ja, muss das denn jetzt nochmal gesagt werden? Um Gottes Willen, das müsste doch irgendwann mal ankommen. Aber trotzdem ist es wohl immer wieder wichtig, dass auch von neuen Menschen auch diese Erkenntnisse weiter verbreitet werden. Zum Beispiel die Erkenntnis von der Gleichwertigkeit allen Lebens. Und für mich ist halt ein möglicher Ausweg, halt auch diese Spaltung zu überwinden, so. Ich habe da, jetzt kommt noch mal ein bisschen Rückschritt, selber als politischer Funktionär oft erlebt, ja, dass es dann so eine gewisse Spaltung gibt zwischen der Privatperson und der Funktionärsperson. Dass man da auf einmal in einem bestimmten System drin ist und vielleicht dann irgendwann auch von diesem System lebt und versucht, dort seine Anerkennung zu finden und die Realität eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Also man merkt das oft auch daran, dass Auseinandersetzungen jetzt in der Linken, wo ich sie erlebt habe, man sich viel mehr damit beschäftigt hat, wie man gegen Leute vorgehen soll, die eigentlich größtenteils auf unserer Seite sind, aber eine leicht abweichende Meinung haben, hat man sich viel mehr mit beschäftigt als mit dem eigentlichen politischen Gegner, weil man quasi immer in diesen Kreisen drinsteckt und die Gefahr besteht natürlich auch bei Destiny. Was mir aber halt gerade bei dem System von Destiny sehr gefällt, obwohl ich, muss ich sagen, ich bin kein Mystiker oder Esoteriker, ich glaube auch nicht, da unterscheide ich mich wahrscheinlich von vielen aus dem Destiny-Umfeld, an Portalvideos und dieses strukturelle Resonanzalignment, dieser bisschen Mystizismus-Schiene, die Destiny auch fährt. Das ist nicht meine Welt, da komme ich auch nicht richtig rein. Aber diese Geschichte mit der
Selbstvergebung und der Selbstehrlichkeit und halt auch die Leute aufzufordern, als eine Person, als echte Person hinter dem zu stehen, was man sagt, das könnte für mich einen möglichen Lösungsweg skizzieren. Zum einen diese Selbstvergebung, dass man halt zugibt, zum einen gegenüber sich selber, das ist erstmal das Wichtigste, aber das dann auch vielleicht nach außen transportiert, dass man selber Teil dieses Systems, dieser ganzen Lügen, der Selbstbelügung gewesen ist. Sich dies aber vergibt und nicht versucht, auf dieser Schiene weiterzumachen, sondern sagen, stopp, ich mache hier einen Schnitt und versuche wirklich ein Leben in Einheit als eine Person aufzubauen, wozu Destiny wirklich die Leute oft gut motiviert und dann halt auch in dieser Selbstehrlichkeit in sich reinzugehen, was sind eigentlich wirklich meine Erkenntnisse, meine Ziele, wofür möchte ich stehen und was davon kann ich denn auch wirklich umsetzen. Und ja, ich glaube, diese Schiene ist es auf jeden Fall wert, weiterverfolgt zu werden. Vielleicht ist es ein kleiner Lösungsansatz, um aus dieser Misere, die du, Bastian, jetzt in deinem Vlog und auch in dem Vlog davor über intellektuelle Klugscheißerei so trefflich dargelegt hast. Ja. Das war's erstmal in aller Kürze. Und ja, mach auf jeden Fall weiter so, Bastian und allen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern des Videos wünsche ich noch einen schönen Tag.